Yo, was geht ab? Hier ist wieder Damien aus Frankfurt. Ich bin beim Fitnesswissenschaftskongress. Ich wurde eingeladen, um mir das Ganze anzugucken. Und heute ist schon Tag 2. Ich bin gestern angereist, war natürlich wieder totales Chaos mit der Deutschen Bahn, deswegen habe ich da auch nicht groß gefilmt. Aber egal, es soll ja keine Deutsche Bahn-Story werden, sondern es soll ja um den Fitnesswissenschaftskongress werden. Aber wegen dem ganzen Stress habe ich jetzt halt auch einfach so gut wie nichts gefilmt gehabt. Bin zum ersten Vortrag von Stuart Phillips, ich vergesse mal, wie der Typ heißt, weil wegen diesen ganzen Stuarts, die es da gibt. Auf jeden Fall direkt natürlich dazu spät gekommen, habe nur noch so das letzte Drittel mitbekommen. War ganz cool. Danach kam dann Brad Schoenfeld, den wahrscheinlich viele von euch kennen, weil er dafür bekannt ist, auf fast jeder Studie irgendwo mit draufzustehen, auch wenn er sie nicht durchgeführt hat. Der lässt sich einfach dann mit draufschreiben, damit er halt durch seine Bekanntheit diese Studie irgendwie mehr Popularität gibt. Was weiß ich, warum das alles so gemacht wird, aber der steht bei hunderten Studien jedes Jahr drauf. Und der Vortrag, muss ich sagen, war echt nicht gut. Also, der hat einfach dieses Position Statement von denen, was sie zu Hypertrophy for Athletes oder irgendwie sowas, so hieß es ja, was glaube ich letztes Jahr rauskam, hat er im Endeffekt vorgestellt. Also im Endeffekt Hypertrophietraining nochmal ganz easy zusammengefasst. So Umfang und Hypertrophie, Intensität und Hypertrophie, Muskelversagen und Hypertrophie. Aber halt wirklich super basic, was wahrscheinlich jeder im Raum schon zigtausendmal gehört hat, weil jeder kennt ihn und kennt seine Paper auch und kennt halt auch die ganze andere Forschung im Bereich eigentlich schon. Und hat immer wieder gesagt, ja, wir haben Daten hier, Daten da, hat aber nie Daten gezeigt. Das fand ich ein bisschen blöd, weil bei so einem Kongress kann man ja eigentlich mal zeigen, okay, wir forschen gerade daran und kann ein bisschen Einblick geben, was gerade passiert. Und nicht nur Basics, die auf Instagram-Infopost-Niveau sind, irgendwie noch mal erzählen. Von daher war ich da echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und da könnte ich zum Beispiel das Buch vom Rewe Verlag Hypertrophie, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, aber von Professor Dr. Stefan Geisler, Dr. Simon Gawanda, Dr. Eduard Isenmann und Tim Havers. Das hatte ich auch im Podcast mit Simon Gawanda erst letztens gehabt. Das Hypertrophie-Buch von denen ist deutlich besser als der Vortrag von Brad Schoenfeld, also ohne Scheiß. Wer zum Krafttraining, Hypertrophie, also Muskelaufbautraining, einen guten Ratgeber möchte, dem kann ich das Buch echt nur ins Herz legen. Und dann kam noch Keith Barr, der ja zu Sehnen und Tendinopathien und so weiter auch immer wieder Forschung hat, auch zu diesen Themen wieder spricht, der da so ein bisschen kontrovers gesehen wird, muss man auch sagen, weil er oftmals vieles vereinfacht darstellt und er auch so der Einzige von den Ganzen ist, der auch zum Beispiel sagt, ja, Vitamin C und Kollagen zum Beispiel nehmen und es bringt dann auch was. Und er hat zwar auch heute im Vortrag gemeint, dass sich alle immer an diesem Supplement-Dings irgendwie aufhängen, obwohl er halt sagt, dass die Belastung, also diese Tension, die wir auf die Sehnen bringen müssen, 98-99% davon ausmachen. So sage ich es im Endeffekt auch immer, wenn mich Leute fragen wegen Kollagen und Sehnenadaptation. Aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Präsenter, spricht gut, sympathisch und hat auch ein paar coole Beispiele gebracht. Aber natürlich auch wieder so ein bisschen pauschalisiert hier und da und ist auch ein bisschen zu vereinfacht wieder dargestellt. Deswegen, ich treffe mich jetzt gleich noch mit dem Jonas und dann werde ich mit ihm auch noch mal ein bisschen durchsprechen, was er so erzählt hat und was Jonas seine Meinung dazu ist. Aber ich rede jetzt schon wieder viel zu lange und ich will jetzt ein guter YouTuber sein und die Kamera diesmal mitnehmen. Und zwar geht es jetzt noch zum Empfang und Essen und da sind noch alle anderen noch dort. Jonas Ries kommt auch, der nämlich noch morgen einen Vortrag. Paulina Iwanido, die auch schon im Podcast war, hatte heute auch einen Vortrag. Morgen ist auch Eduard Isenmann noch dran. Billy Sperlich, Timo Wiebelhofe, also viele, die schon im Podcast waren, haben auch morgen Vorträge, da bin ich echt auch schon gespannt drauf. Und morgen sieht auf jeden Fall deutlich besser aus, was das Lineup angeht und auch die Themen. Ich glaube, es gibt einen Vortrag oder es werden immer zwei Vorträge parallel laufen in zwei verschiedenen Sälen. Und es gibt nur einen Zeitpunkt, wo ich mir gerne beide anschauen würde. Das heißt, da muss ich mir auch überlegen, zu welchem ich gehe. Aber jetzt erstmal auf zum Empfang und ich versuche die Kamera mehr mitzunehmen und euch ein bisschen was zu zeigen. Also, let's go. Jetzt gerade laufen die ganzen Vorträge. Vorhin war Marco Teugo, der das Buch Muskelrevolution geschrieben hat. War auch ziemlich interessant, muss ich sagen, was der zu erzählen hatte. Und jetzt gerade läuft Herzfrequenz-Monitoring und danach Regenerationsmaßnahmen im Sport. Timo Wiebelhove war ja auch schon im Podcast, wie gesagt. Und heute Abend ist dann nochmal Ernährung in dem einen Hörsaal und Athletiktraining im anderen Hörsaal. Da werde ich dann auch mit reinschauen. Da hat dann Jonas Ries seinen Vortrag zu Boxen, Athletiktraining im Boxen, den ich mir anhören möchte, weil er ja auch schon mal
deutschen Meister und Europameister, glaube ich, auch trainiert hatte. Deswegen könnte es ganz interessant werden. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und ich schaue mir die weiteren Vorträge an. Also, let's go. Hi. Was machst du? Gehst du hin? Ich? Okay. Wer ist am Start hier? Zeig dein... Das ist nicht dein Namensschild. Schlaf und Nerventee. Schlaf und Nerventee. Das geht noch. So, Vorträge sind alle durch, ich bin übelst am Sack. Letzter Vortrag war gerade bei Jonas, ich bin fast eingeschlafen. Freut mich. Nee, erzähl, was war dein Vortrag? Athletiktraining im Boxen. Ja. Und die spezifische Vorbereitung, spezielle Vorbereitung in der Wettkampfphase. Darauf habe ich mich konzentriert. Richtig, oder? Gut. War gut. Hast du in die Linse geschaut oder ins Display? Nee, ins Display natürlich. Ah, du was richtig Amateur. Bist du da immer noch in der Aufnahme? Ja, jetzt bin ich in der Aufnahme. Hi Mark, ne? Hier. Ich habe jetzt schon gehört. Nächster Podcast-Gast, vielleicht. Ich freue mich. Über Fußball, Jugend, Training, Athletiktraining im Fußball. Gun right. Hoffentlich. Weil ich höre Fußball, höre ich viel Schlechtes immer. Mhm. Aber das werden wir dann sehen. Welche Mannschaft, sag nochmal? Was? Ich bin beim Fußball so schlecht. Ich habe keine Eintracht Ahnung. Frankfurt. Eintracht Frankfurt, okay. Also von hier. Ja, ja, okay. Ja, Freiburg hat auch einen Adler. SC Freiburg. Oder? Nicht mein Falscher Adler. Okay, jetzt ist noch irgendwie Verabschiedung und sowas. Und ich gucke kurz den Stefan ans Mikrofon holen und dann schauen wir mal, was hier noch geht. Also bis gleich. So, Kongress ist durch und ich stehe jetzt hier mit dem Fitnessprofessor. Hab ihr auch schon mal im Kraftraum-Podcast gehört. Und was ist dein Fazit? Er war super. Also Kongress ist durch, ich bin auch ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja, ich auch, muss ich sagen. Aber nee, war super. Also alles toll funktioniert, alles gab keine Probleme. Die Leute waren happy. Gut drauf, hatten viele Fragen und nehmen das Wissen jetzt hoffentlich mit und bringen es in die Fitnessstudios. Ja, und ich kann auch nur sagen, auf jeden Fall cool, auch für alle, die jetzt hier zuschauen und selber vielleicht auch nur trainieren und jetzt nicht irgendwie Wissenschaftler sind oder Forscher oder als Trainer oder Physiotherapeuten arbeiten. Das ist echt für jeden was dabei. Also wir hatten von gestern, würde ich sagen, Brad Schönfeld wirklich so angewandt, wie können wir jetzt trainieren für mehr Muskelaufbau und so weiter. Bis zu jetzt Sportmedizin, also auch Training und Krebs zum Beispiel, Diabetes, solche Sachen. Aber jetzt auch gerade eben noch Supplements mit Edward Isemann, habt ihr auch schon Podcast gehört. Also das ist ja das Gute. Man merkt schon hier, das Netzwerk sind viele schon Podcast gewesen. Was ist jetzt der Plan für den nächsten Kongress? Ja, also wir machen das ja alle 2 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Luft. Dann werden wir an eine andere Universität gehen. Das soll also weiter wandern, dieser Kongress durch Deutschland. Und es wird wieder jemand aus dem Fitnesswissenschaftsrat dann veranstalten. Und bis dahin werden wir auf jeden Fall weiter diese Zoom-Posien quasi als Fitnesswissenschaftsrat machen, wo wir immer kleine Vorträge, natürlich alles kostenlos machen, mit den Experten zu unterschiedlichen Themen. Sehr cool. Und was ihr hier vielleicht noch sehen könnt, ist noch dieser NSCA Deutschland-Pin, muss man sagen. Ja, NSCA Germany steht auch auf dem Plan. Genau. Da ist jetzt kommendes Jahr im März die International Conference sogar geplant. Wir dürfen die nach Deutschland holen, nach München. Und das wird auch eine richtig coole Sache, glaube ich. Und das wird aber online stattfinden, gell? Nein, die wird vor Ort stattfinden. Auch vor Ort? Ja, in der Sportschule Oberhaching. Ah, okay. Und, also ich meine, niemand weiß, was der Winter bringt, aber ja. So Planungsstand jetzt, es wird vor Ort stattfinden, auch international kommen alle von der NSCA und es wird eine tolle Sache. Aber als Zuschauer kannst du auch online mit dabei sein? Oder habe ich zwei verstanden gehabt? Wissen wir noch nicht. Okay. Ja. Okay. Also, es ist immer, wenn du es professionell machen willst, echt ein ganz schöner Aufwand mit Videoteams oder mehreren Videoteams dann gleichzeitig, aber wir versuchen es. Ja. Kann man schon was teasern? Welche Namen? Ja, wie gesagt, so die üblichen Verdächtigen aus den USA werden kommen. Also Menschen wie Brent Alvar, Avery Feigenbaum. Mal gucken, vielleicht kommt Brett auch wieder. Also viele Leute, die man kennt aus der Literatur. Wir wollen aber auch viele einladen, die vom Feld kommen. Mhm. Ja, also Profi-Footballspieler trainieren zum Beispiel. Und da hat ja die NSCA in den USA beste Kontakte. Das heißt, wir werden 100% auch einen NFL-Profi-Trainer da haben und so weiter und so fort. Ja, also wer NSCA so nicht kennt, das ist so in den USA zum Beispiel als Athletiktrainer, um da an einem College arbeiten zu können, musst du dort die spezielle Ausbildung on top zu deinem Studium noch gemacht haben. Genau. Und das ist ja so auch immer so mein Gedanke gewesen, es wäre cool, wenn es sowas in Deutschland auch gäbe, um einfach das zu professionalisieren, dass halt nicht gerade jeder
der nur Connections hat, irgendwo im Profibereich als Trainer arbeiten kann, obwohl er keine Qualifikation dafür hat oder vielleicht gar nicht weiß, was er macht. Genau. Deswegen holen wir das jetzt nach Deutschland. Kann man eigentlich nur gespannt sein, wie sich das dann weiterentwickelt. Ja. Aber cool, hat mich echt gefreut, dass ich eingeladen wurde. Schön, dass du da warst. Es waren echt gute Vorträge und dann spätestens in 2 Jahren, aber vielleicht auch schon nächstes Jahr bei der NSCA, dann genau. Bin ich auch wieder am Start. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also haut rein. Ciao. Ciao.